Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kirby and the Forgotten Land. Wir reden jetzt endlich und final mit Tazandra. Ist das etwa noch so ein rätselhafter Wirbel? Du kannst Leopold darin spüren? Okay. Alles klar. Oh, holy heck. Ach du grüne Neune. Dieses Gefühl. Genau so hat es sich angefühlt, als ich von meiner anderen Hälfte Ultimo Elphilis absorbiert wurde. Gut möglich, dass Leopold nach dem großen Kampf in diesem seltsamen Ort gefangen wurde. Komm, Kirby, gehen wir der Sache auf den Grund. Isolierte Inseln, Wergesträume. Okay. Wergesebene. Okay, okay. Hier kann man zurück zur Waddeli-Stadt, okay. Dann ab in die Wergesebene. Ich habe Angst. Bisschen Angst, würde ich jetzt mal behaupten. Aber gucken wir uns doch das erste seltsame Level an. Okay, das ist unser Startlevel, ne? Au. Okay, okay. Ich will nur hier gucken, ob hier nicht noch irgendetwas versteckt ist. Gut. Jetzt können wir gehen. Das ist das Intro-Level. Also das Tutorial eigentlich. Können wir hier hoch? Sieht so verdächtig aus. Okay, Sonne. Du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal, das ist doch ein Teil von Leopolds Seele. Ah, jetzt wird so einiges klar. Falls es dir gelingt, noch mehr dieser Fragmente zu finden, kannst du ihn vielleicht retten. Okay. Sammle weitere Fragmente von Leos Seele, während du die isolierten Inseln im Reich der Wergesträume erkundest. Was, Leute? Was geht hier ab? Ist ein bisschen verwirrend und ein bisschen crazy. Hä? Treffen müssen wir schon. Okay, wir werden hier mal kurz aktivieren. Ah, noch in der Sonne, okay. Okay. Hammertime. Noch eine Sonne. Alter, 50 Sonnen. Da müssen wir noch einiges finden. 50 Sonnen in einem Level? Okay. Oh. Sonne. Und hier können wir eh nirgendwo hoch, oder? Nee. Okay. Unser Stachelfreund ist am Stissel. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auf ihn wechseln können oder sollen. Oder ob wir vielleicht diese Fähigkeit behalten sollten. Oh, aber ich wollte dich essen, Stachelfreund. Ja, ich mag die Stachelfähigkeit so gerne. Okay, ja, finde ich nice. Man ist eigentlich recht langsam, aber... Gut, hier war nichts mehr. Weiter geht's. Igel-Fähigkeit, Igel-Action. Oh, Alter. What? Okay. Hat uns einfach gemacht, ey. Gut, ist hier irgendwas? Man muss ja immer gucken. Wer weiß, wie gut die versteckt sind. Okay, jetzt müssen wir noch so Teile sammeln. Alles klärchen. So. Das Ding nicht vergessen.
Ja, Leute, was geht bei euch an diesem wunderschönen Dienstag ab? Bei mir nicht so viel. Ich habe eigentlich heute gar nichts vor, wenn ich ehrlich bin. Richtig gemütlich. Heute mal einfach nur chillen und nichts machen. Auch sehr cool. Also natürlich gehe ich zur Arbeit, aber okay, wobei eigentlich habe ich doch was vor. Ich lasse mir meine Wimpern machen. Und davor muss ich jetzt noch aufnehmen, dann Wimpern machen, dann zur Arbeit gehen. Ich habe alles irgendwie recht gechillt. What the heck ist mit ihm los, Alter? Was ist denn mit seinem Gesicht? Ah, Sonne. Okay. Ja, alles recht gechillt. Und im Nachmittag, also im späten Nachmittag, habe ich eigentlich gar nichts vor. Sehr. Wie kommen wir da runter? Oh, wir sind gestorben. Ich wollte eigentlich wieder hochfliegen, aber das war problematisch. Okay. Was passiert hier? Oh, man muss ganz schön sein Leben hier wegschmeißen. Cam Boss Fight. Leute, welchen Stacheligel oder Eis? Ich habe mich mittlerweile so auf Eis eingespielt, dass ich echt Fan davon bin. Au, das tat weh. Das tat unfair weh. Yes. Okay, das gefällt mir aber mal gar nicht. Hä? Au. Oh Mann, erst am Ende haben wir ihn richtig gut erwischt. Schade. Da könnten wir nochmal die Hammerfähigkeit behalten. Aber gönnen wir uns erstmal seine Sündchen. Und dann gehen wir. Seltsames Level. Und 11 Sonnen. Achso, es geht noch weiter. Uiuiui, dann gönnen wir uns mal ein bisschen Schokolade. Okay, ich dachte, das Level ist jetzt aus. Interesting, interesting. Okay. So, das haben wir schon activated. Okay. Nicht so viel am Start. Es ist halt eine Zusammenstellung aus allen möglichen Leveln. Ich habe das schon verstanden. Warum sieht dieser Igel weiß aus? Okay. What the heck? Okay, aber hier haben wir noch was verpasst, Leute. Ja. Aha. Vollstopfmodus. Was ist hier versteckt? Eine Sonne. Sollen wir den Automaten jetzt aber mitnehmen oder nicht? Hm. Okay. Noch mehr Essen. Hier ist noch was versteckt. Wartet. Eine Sonne. Hier ist bestimmt auch noch was versteckt. Eine Münze. Sonst noch was? Nö. Ah, jetzt waren wir zu langsam. Okay. Jetzt habe ich mich nicht mehr getraut, weiter zu gehen. Weil das echt ein bisschen. Man kommt sich so schwer und behäbig vor. Okay. Hallo? Noch eins? Gut. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir da hoch? Okay. Da hätte man auch einfach. Ah, wartet mal. Wir müssen da hoch. Zack, zack, zack.
Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Hochfliegen. Okay. Wir haben echt schon viele Sonnen. Ah, okay. Was es hier für Geheimnisse gibt. Ein Gacha-Ball. Einen blauen. Davon haben wir überhaupt erst zwei. Also das... Hallo? Ich häng fest. Okay. Ich finde die... Hallo? Okay. Egal. Hallo? Gut, den Typen haben wir. Wie lassen wir das da oben explodieren? Okay. Ja Leute, ich muss euch erinnern, mein Bildschirm ist nicht so gut. Das heißt, ich kann nicht so gut sehen. Aber wenn ihr so dunkle Gegenstände sehen, halt alle gleich aus. Aber ja, so ist das halt. Ah, Alter. Okay. Warte. Alter, das muss doch besser gehen. Yes. So. Söhnchen. Und hoch mit uns. Holy crap, okay. War hier auf der linken Seite irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Hoi, hoi, hoi. Okay, die Eissteuerung. What the heck ist gerade passiert? Die Eissteuerung macht mir nicht mein Leben leichter, kann ich euch sagen. Oh, hier sind Bomben über mir. Okay, alles klar. Geheimgang. Hoffentlich einen blauen Gacha-Ball. Oh, okay, wir nehmen Maxi-Tomate. Okay. Dann gucken wir mal. Was wartet hier auf uns? Okay. Das geht sich ja im Leben nicht aus. Yes, Leute. Nach langem Üben hat es dann doch endlich geklappt. Nice. Ach Gott. Zu anstrengend. Aber let's go. Gucken wir einfach weiter. Ich habe in der Zwischenzeit auch was gelernt, nämlich was Schlechtes. Nämlich, dass wenn Elfinlin nicht sagt, oh, in diesem Abschnitt gibt es keine Seelenfragmente mehr, hat man auf jeden Fall was verpasst. And I guess that's not that good, weil das ist nicht passiert. Also müssen wir wahrscheinlich das ganze Level nochmal spielen. Yay, weil es so toll ist. Ich habe jetzt hier nichts gesehen, wollte ich sagen. Hier war jetzt nichts so krass Spannendes. Aber wir checken natürlich nochmal alles ab. Bevor wir in dieses riesige Loch springen. Nee, natürlich nicht. Aber. Alter, wie assi ist das denn? Seht ihr die Seele? Boah, ich hasse dieses Spiel. Hier jetzt schon, ey. Was soll das denn? Verstecken die einfach da unten so eine Seele? Nein, Köpsi, Möpsi. Köpsi! Ach komm. Naja. Muss ich jetzt hier auch nochmal riskieren und gucken, ob hier irgendwas versteckt ist? Ich meine, wenn wir schon sterben, dann ist es auch schon egal. Okay. Na gut. Wir hätten wohl wahrscheinlich nicht so verschwenderisch mit unserem Leben umgehen sollen. Ja, wir haben nicht alle Seelen. Ich
merke schon. Weil Elfinlin will nicht mit uns reden. Traurig. Ich habe jetzt schon keinen Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Oh nee. Diese Level sind endlos lang. Ach du Gott. Aber vielleicht sagt sie das auch nur, wenn man schon im ersten Level quasi alle Seelen eingesammelt hat. Oh. Okay. Ja gut, dann sehen wir jetzt Feuer. Passt mir auch. So. War's das? Ich habe irgendwie, jetzt habe ich immer das Gefühl, wir werden irgendwas vergessen. Aber, naja. Was soll's? Heiliger Wimmern. Hier geht's aber ab. Okay, hier ist noch ein Seelchen. Aua. Das war uns mal. Hallo? So. Okay, okay. Was geht hier ab? Oh, ich sehe sie. So. Und wie bitte? Ah, so. Okay. Kann man hier hochgleiten? So? Okay, nee, kann man nicht. Gut. Gucken wir mal, was hier so abgeht. So. Das ist auch eine Seele. Alter Schwede, man muss sich ganz schön opfern. Gott, ich muss dies. Sorry. Oh mein Gott. Er hat eine Seele. Aua. Nice. Okay. Ne, hier oben ist nichts. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Oh Gott. Oh. Eieiei. Alter Schwede. Au. Das, ja. Gehirn war aus. Okay. Oh, achso, halt. So, leider. Und? Eingesammelt. Sehr nice, da gibt es noch ein paar Sterne für uns. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Oh. Okay. Finde ich jetzt krass. Okay. Also hier in dem Mittelteil haben wir alles. Dafür mal gucken. Wir brauchen den Stopfer. Kohle, Kohle, Kohle. Oh Gott. What? Okay, nicht drauf gehen, Freunde der Sonne. Okay. Oh Gott. Warum sollte man jetzt diese Sterne dort kaputt machen? Oh. Okay.
Es erschließt sich mir nicht. Hä? Warte mal. Ich weiß noch nicht so ganz, was das von mir will. Okay. Aber kann ich nicht einfach hier hochfliegen? Nee, kann ich nicht. Schade. Wir sind gleich tot, Leute. Okay. So. Okay, die Melonen sind aber leider ein bisschen zu wenig, wenn ihr mich fragt. Was? Heiliger Bimba. Okay. Oh Gott. Leute, sorry, ich war unaufmerksam. Ich habe gerade die Seele rechts gesehen und dann war ich natürlich total verwirrt. Alter Schwede. Aber da sterben wir jetzt safe. Wenn wir so tief sind, kommen wir nicht mehr hoch. Wir können gucken. Oh, hier ist nur Geld drin. Ich dachte, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Essen. Okay, hui, wir haben es geschafft. Nice. Ich weiß nur noch nicht, was wir da drüben tun sollen. Boah. Hoppala, perfekt getimed, meine Freunde. Okay. Hier sollen wir offensichtlich nicht das machen. Oh. Okay. Ein Stern. Okay, okay, alles klar. Wir können die Hasen trotzdem töten. So. Oh je, yeah. Okay. Na? Oh mein Gott. Drei Sonnen für uns. Oh, wir haben alle Sonnen in diesem Gebiet auch. Okay. Wer merkt sich jetzt, in welchem Gebiet wir welche Sonnen haben? Au. Wie krass war das denn jetzt? Das war ja der übste Bait. Gott, okay, Maxi-Tomate am Start. Oh, nee, ich will meinen Drachenfeuer gar nicht loswerden. Ja, komm. Ich mag das Drachenfeuer ja recht gerne. Fighten wir mal gegen das Iffchen. Er sieht nicht geil aus. Illusions-Bizeps-Gorilla, oder? Au! Oh, that was not that good, I guess. Aua! Hat er mich einfach... Okay. Ah ja, der macht Stampfattacken. Aua, what? Huh.
Okay, Half-Life und Half-Life. Was passiert jetzt? Hä? Achso, Wirbelsturmattacke. Weil er Half-Life hat. Finde ich nicht so gut. Der kann nur so kurz. Okay. Aua. Heilige Bimmer, was? Au. Wir haben fast kein Leben mehr, aber alles klar. Oh mein Gott. Aber wir haben noch weitere Sonnen. Aber wir haben nicht alle Sonnen. Ich glaube, in den ersten paar Gebieten haben wir nicht alle Sonnen gesammelt. Das ist schlecht. Oh Mann, uns fehlen 7 Sonnen, das kann so nicht sein. Aber Gacha Ball. Oh, Meta Knight Kirby. Das nicht zu unterschätzende Meta Knight Schwert. Springe während Schwert rutsche und greife an für einen Empor, Kalibur oder Feuere bei voller KP Mondschütze ab. Ja, meistens haben wir keine vollen KP. Okay. Ja, gut. Wir gucken da auf jeden Fall nochmal rein und suchen die restlichen Sonnen. Oh. Wir haben den letzten Teil vergessen? Oh mein Gott, das ist ja nicht mein Ernst. Oh mein Gott, ich bin so blöd, Leute. Hier, oh mein Gott. Sorry für die Tonqualität. Hab vergessen, mein Mikro runterzuklappen. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort alle Fragmente. Oh Gott, hier unten ist einfach ein von diesen... Ja, nee, das eine Fragment hat uns gefehlt. Wie traurig. Wie viel haben wir jetzt? Okay, es fehlen noch welche. Weiter ins nächste Level. So, Leute, hier geht's nämlich ab. Denn hier warten unsere letzten 3 Dinge auf uns. Oh, Mann. Das hätten wir einfach klüger anstellen müssen. Man muss nämlich einfach nur sehr, sehr schnell laufen. Denn man muss diese Buttons drücken, bevor sie nämlich vom Stein zerquetscht werden. Tja. Und da sind unsere letzten 3 Seelen. Sieht aus, als hättest du in diesem Ort bereits alle Fragmente gesammelt. Sehr nice. 50 von 50. Richtig gut. Da unten hängt noch die, die wir eh schon eingesammelt haben. So, Leute, da haben wir es geschafft und haben jetzt hoffentlich auch alle Sternchen. Gott, Alter, dieser Dance ist noch verrückter, wenn wir keine Waddledees am Start haben. Yay, die letzten Seelen, alle gefunden. Sehr nice. Und noch eine Gacha Ball. Geil. Illusion Bizeps Bestia Gorillos Phantom. Diese illusionäre Bestie wurde aus mächtiger physischer Energie in einem Reich der Träume erschaffen. Auch wenn es sich nur um ein Phantom aus negativen Gedanken handelt, sieht es in Sachen Stärke dem Original um nichts nach
und hatte einen ebenso großen Appetit auf fruchtige Snacks. Joa, war ziemlich heftig. Ist sogar stärker, finde ich. Also, puh. Aber wir haben alle Söhnchen geschafft. Sehr nice. Das erfreut mich sehr. Und dann gehen wir mal kurz in die Waddledee-Stadt zurück. Denn wir gucken mal, ob sich da irgendwas verändert hat. Denn mich verwirrt schon die ganze Zeit. Hi, was geht ab? Entschuldige. Entschuldige, dass wir so plötzlich verschwunden sind, Tatsandra. Dieser Ort ist aber auch wirklich seltsam. Fast so, als bestünde er aus mächtiger physischer Energie. Ich glaube, ich bin schon mal dort gewesen. Es fühlt sich fast so an, als würde ich von meinem... Als würde ich von meiner anderen Hälfte absorbiert werden. Leopold befindet sich bestimmt noch irgendwo an diesem rätselhaften Ort. Wir suchen weiter nach ihm. In Ordnung? Hab bitte noch etwas Geduld. Okay. Oh, können wir noch was reden? Was denn noch? Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, wir werden Leopold irgendwo dort drin finden. Sobald wir ihn haben, bekommt dein Rudel endlich wieder seinen alten Anführer zurück. Gib jetzt die Hoffnung nicht auf. Okay. Gespräch endlich beendet. Aber ich würde gerne mal gucken, warum steht hier neu bei Weltkarte. Das verwirrt mich. Warum kommen wir in der Lava-Welt raus? Okay. Haben wir das vergessen oder was ist hier am Stößel? Hoppla, so viel Lava. Okay. Wir haben hier ein Maskendings vergessen. Ja gut. Ach so, das können wir erst jetzt spielen. Ah. Okay, let's go. Und los geht's. Oh Gott. Okay, okay. Aua. Kommt ein bisschen durcheinander immer. So, last but not least. Perfekter Spawn. Okay. What's next? Oh Gott. Aua, ey, ich hab doch gedrückt. Ich glaube, der Switch-Controller kann gar nicht so viel B annehmen, wie ich B drücke. Was kommt jetzt? Okay. Oh Gott, ey. Ja, das war gut. Oh Gott, es geht immer noch weiter. Oh Gott, Snakes, 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 Snakes sind schlecht. Snakes sind ganz schlecht. Da ist noch eine Snake. Okay, platt gehauen. Gott, wie viele Affen hier sind. Okay, wir haben die Snake getötet, obwohl ich sie nicht mal wahrgenommen habe. Oh Gott, diese Feuerwirbel könnten ein bisschen mehr Schaden machen. Okay. Huh, Last, komm. Hallo. Stirb. Oh Gott. Was passiert hier? Gott, Alter. Okay. Okay. Aua. Wir müssen mal die Affen kalt machen, glaube ich. Hey, was macht der? Okay, au. Okay, kann er aufhören damit? Gönnen uns mal die Maxi Tomato. Oh! Wir brauchen mal ein bisschen mehr Damage, ey. Damage, Damage. Bevor unsere Zeit abgelaufen ist. Huiuiui. Das war anstrengend.
Ich mag die Fähigkeit nicht. Alter, in 1,40? Wie soll man das denn machen? Puh. Und haben wir eine neue Schatzstraße abgeschlossen. Sehr nice. So muss das nämlich sein. Nein, nicht nochmal. Gott, bitte nicht. Dann zurück in die City. Ich habe mich schon gewundert, warum da steht, etwas Neues ist auf der Weltkarte verfügbar. That was strange. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser wundervollen Stelle eine kleine Pause und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.